Star-Auflauf in Berlin zum großen Finale der Tribute von Panem. Das Team von Mockingjay Teil 2 ist in der Hauptstadt zu Besuch, um den letzten Teil der großen Filmsaga vorzustellen. Kein Zufall, schließlich wurde in Berlin unter Regisseur Francis Lawrence ein großer Teil gedreht, unter anderem am früheren Flughafen Tempelhof. Wenn ich zum Set gefahren bin, habe ich Fotos gemacht und meinem Vater geschickt, der immer nach Tempelhof geflogen ist, als er in Frankfurt stationiert war. Es war interessant, an diesem historischen Platz zu sein und zu drehen. Liam Hemsworth hatte beim Drehen einige Szenen mit der Verfolgungskamera, die ihm den Schweiß auf die Stirn trieben. Das war ein wirklich gefährlicher Dreh. Die Leute wissen gar nicht, wie gefährlich. Die Mitarbeit an der Filmsaga hat auch Jennifer Lawrence nicht unberührt gelassen. Die Figur der Titelheldin Katniss Everdeen ist für die Schauspielerin ein Vorbild. She's kind, she's ruthless, she's independent-minded. Sie ist gütig, sie ist unbarmherzig, sie hat einen unabhängigen Geist. Sie ist stark, aber gnädig. Ich wünschte, ich könnte 1% ihres Mutes und ihrer Bedachtsamkeit haben. Sie inspiriert mich auf jede nur erdenkliche Weise. And thoughtfulness. She inspires me in every way. In Berlin feiert Mockingjay Teil 2 nun auch Weltpremiere. In den Kinos ist das Finale der Tribute von Panem ab dem 19. November zu sehen.